Decks gegen Agros. Stimmt. Okay. Creeper. Oh mein Gott. Epic! Renowned Darkness. Replace your Hero Power and Warlock Cards with another class. The card costs one less. Ja, du machst es ja ab und zu. Ab und zu, ja, aber nur auf Twitch. Oh! Legendary! The next spell you cast this turn costs health instead of mana. Nice. Schon mein erster Legendary. Holy shit! Holy shit! Holy shit! Ey, ich habe 3 Packs oder 4 Packs mittlerweile geöffnet. Schon wieder ein Legend! Ein Golden Legendary! Holy ja, shit! Mir wurde das sogar gerade angezeigt. Ich bin ja gerade am Spiel. Und da wurde mir angezeigt, ja, Kuma hat eine tolle legendäre Karte. Und ich denke mir so, oh, schön. Holy shit! Die werden jetzt die legendäre nachgeworfen. Vor allem, das ist so eine geile Karte. Du kennst doch bei den Druiden, haben sie so, ja, ja. Sie haben Karten so, choose one, irgendwie plus 2 Attack und Taunt oder Charge, oder? Mit dieser Karte hast du beides. Plus 2 Leben und Charge oder Stealth und Charge. Du hast einfach beides. Und zum Beispiel wie heißt der? Der Ancient irgendwas, der komisch 10-5 oder 5-10, wo kannst du wählen, ob er jetzt 10 Angriff hat oder 10 Leben. Der wird zum 10-10! So geil! Ey, so geil! Da habe ich unbedingt wählen und jetzt habe ich einen Golden. Ey, das wird gerade so eine. Das, ich mache so einen Highlight-Zermischnitt und dann siehst du mich so, voll am Fangirl. Ey, so geil, epic. Ey, du bekommst so viele Tentacles. Ey, ich hab genug Hentais gesehen, um zu sehen, wo das angeht. Oder was? Ja, Tentacle Summer, kennst du nicht? Da, Tentacle of N'Zoth. Und Blood of the Ancient One. Wenn zwei von deinen hast, bekommst du die Ancient One. Yeah. Yeah, baby. Yeah, baby. Beast Druide. Wo die Karte definitiv drin ist. Schau mal, ein Legendary! Ein Deathwing! What the fuck? Was? 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 Alter. Was? Zonkrieger, mega. Ausflipper, ey. Nein, look's da an! Look's da an! Ja, Rare, Epic, Legendary! What the fuck? What the fuck? Die ist ja mal geil, oh. Die ist hure geil! Jetzt will ich mal unbedingt einen Dragon Priest oder Dragon Warrior machen. Oh Mann, so hart. Okay, gut. Rare. Oh, yes. Epic, schon wieder Epic. Hammer of Twilight. Das ist auch eine 4-2 Elemental. Nice. Eckle, holy shit. Rare. Holy shit. Rare, Golden Rare und Epic. Scaled Nightmare. At the start of your turn, double this minion's attack. Holy shit! Ich muss mir ein Drachendeck machen. Definitiv. Ich bekomme keine Legendaries mehr. Ich habe schon alle meine Legendaries aufgebraucht. Dafür bekomme ich noch ein paar Epics, nice. Forbidden Flame. Spend all your mana, deal that much damage to a minion. Das ist verdammt gut auf Zug 10. Machst einfach 10... Okay, es ist für einen Minion. Minion. Ja, okay. Machst 10 Schaden. Trotzdem nicht schlecht. Vor allem nicht so in Tempo Mage und so. Und er hat auch noch Spell Damage, weißt du? Holy shit! Sind wir eigentlich 4 Zuschauer? Hallo, meine lieben Zuschauer. Epic! Oh, geil, jetzt habe ich die zweite Blood of the Ancient One. Das muss ich auch definitiv ins Deck machen. Hallo? So ein Ancient One. Es ist übrigens ein 30-30. Epic! Oh, Cabalist's Tomb! Der ist hure gut. Du bekommst für 5 Mana, bekommst du 3 Spells für Mage Hit Hand. Der ist so gut. Du wirst niemals 20 Spells haben als Mage. Legendary! Wow! Was? Nochmal ein Deathwing? Wenn du mich verarschen? Nein! Ich habe einen anderen Legendary. Es gibt so viele andere Legendaries. Jetzt muss ich disenchanten. Also ich warte noch, weil es könnte sein, dass sie ihn vielleicht nerven müssen, weil er zu gut ist oder so. Aber... Meh. Weißt du, dass er ein Goldiger können sein?
Golden Epic, Forbidden Shaping. Nice. Okay, also wenn du den für 10 Mana spielst, dann summonst du bestimmt ein Deathwing. Oder ein... Du hast relativ wenig Monster, die 10 Mana kosten. Mhm. Und es ist goldig, das heißt, du bekommst einen goldenen Deathwing.